Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute werde ich euch mal die Übung nennen, die ich wählen würde, wenn ich nur eine einzige Übung für jede Muskelgruppe nutzen dürfte. Hierzu muss ich natürlich wieder einen kleinen Prolog halten mit den Regeln dieses rein hypothetischen Gedankengangs. Natürlich sind wir froh, wenn wir eine ganze Variation von Übungen haben. Trotzdem ist es sicherlich wichtig für uns zu wissen, warum manche Übungen anderen überlegen sind, wenn wir uns nur für eine entscheiden können. Gerade dann, wenn wir mal reduzieren müssen oder auch um generell diese Übung einzuschätzen und den ganzen Trainingsplan drumherum aufzubauen. Deswegen grundsätzlich ein schönes Gedankenspiel und ihr könnt jetzt gerne schon mal überlegen, was wären denn eure Übungen? Ihr dürft für den Rest des Lebens nur noch eine Übung für diese Muskelgruppe machen. Welche wäre es? Wählt ihr eure Lieblingsübung oder geht ihr eher danach vor, von dem ihr glaubt, das ist anatomisch die sinnvollste Übung, die am besten den ganzen Muskel aufbauen würde. Hier muss natürlich einiges beachtet werden, was ein wenig unkorrekt ist. Zum Beispiel die Muskelgruppeneinteilung. Wir sprechen immer von den Muskelgruppen, ja, wie viele sind es? 6. Aber das ist natürlich eigentlich totaler Blödsinn. Darum geht es hauptsächlich um die Zugachse, die wir damit beschreiben wollen. Aber eigentlich sind es nicht Muskelgruppen. Wie der Trizeps schon andeutet, besteht er eigentlich aus 3 Muskeln. Die Muskelgruppe nennt sich Trizeps. Ja, aber jetzt kommt nämlich das ziemlich Unlogische und ziemlich Bekloppte bei der ganzen Sache. Wir sagen, der Bizeps ist eine Muskelgruppe und eine andere Muskelgruppe, schon fast gleichwertig nebeneinander, ist der Rücken. Dabei besteht der Rücken aus 7 riesigen, unterschiedlichen Muskeln, von der fast jeder einzelne größer ist als der Bizeps selbst. Und sogar in 2 komplett verschiedene Richtungen ziehen kann. Nach oben ist der Trapez dran beteiligt und nach unten wie der Latissimus. Das ist so eigenständig, dass es eigentlich ungefähr so ist, als würden wir die Schultern, den Trizeps und den Bizeps als eine Muskelgruppe bezeichnen. Und deswegen gerät das immer so ein bisschen aus ins Wanken. Sicherlich für den Bizeps brauchen wir sogar nur eine und der Bizeps wird vollständig trainiert. Während der Rücken, tja, da müssen wir uns ganz plötzlich entscheiden, denn wir könnten eigentlich 3 nehmen und hätten immer noch zu wenig. Das Ganze müssen wir natürlich beachten und müssen es ein bisschen lockerer sehen, aber gehen wir das Spiel mal durch und vor allem die Gründe sind das Interessante. Und während sich mein Nippel nun mit meinem Träger beißt, kommen wir zuallererst zum Rücken. Fangen wir gleich an mit dem Rücken. Und hier, Überraschung, es ist keine Lat-Übung, die ich wählen würde. Der Lat ist zwar das, was euren Rücken richtig schön breit macht und die V-Form gibt, allerdings tut sich dafür so ziemlich gar nichts in der Mitte und er verleiht euch auch keine Tiefe. Hingegen eine Ruderübung wie die klassische Rudern am Kabel, eng, könnt natürlich auch breit nehmen, aber nicht zu breit und nicht zu weit oben, die hat den Lat drin und gleichzeitig ist es die Übung für die Rückentiefe. Und so ziemlich der ganze Rücken ist mit dabei. Der hintere Delta ist gut mit dabei. Selbst der Trapez, der einen riesigen Teil des Rückens ausmacht und diesen Hulkrücken bildet, der ist richtig gut mit dabei. Wenn ihr diese Übung richtig macht, dann habt ihr den kompletten Rücken. Also lieber davon 15 bis 20 Sätze als von irgendeiner anderen Übung. Und genau darum geht es ja hier. Wenn also nur eine Übung, dann definitiv Rudern für den Rücken. Kommen wir zu eurem Lieblingsmuskel, die Brust. Und was nehme ich da? Die meisten werden es sich denken können, es wird sicherlich eine Grundübung sein und keine Isolationsübung. Und ja, ich war wirklich gewillt, sogar schon zu sagen, es werden Fliegende sein. Und ich wüsste zu gerne, ich hätte zu gerne diese Glaskugel, wo mir irgendjemand sagt, wie würde ich aussehen, wenn ich 10 Jahre nur Fliegende mache oder 10 Jahre Bankdrücken. Ich weiß es nicht und deswegen bin ich da ein wenig verkopft und sage natürlich Bankdrücken, was jeder brave Schüler und Lehrer sagen würde. Und ich würde Bankdrücken mit den Kurzhanteln machen. Eine unilaterale Übung, ich habe ein wesentlich besseres Gefühl da drin, kann die Handgelenke halten, wie ich will und bin nicht so gezwungen wie beim, naja, normalen, klassischen Königsdisziplins Bankdrücken mit der Langhantel. Deswegen Kurzhantel, Bankdrücken für die Brust. Für die Beine würde ich tatsächlich, obwohl meine Lieblingsübung eigentlich die Isolationsübung Beinstrecken ist, aber das wäre nur sehr einseitig. Wir müssen ja die Beine auch hier wieder, obwohl es Bizeps und Trizeps getrennt wird, sind die Beine meistens als einer genannt. Geht aber auch, denn es gibt immerhin eine Übung, mehrere Übungen, die die Beine komplett trainieren, sowohl hinten als auch vorne. Das geht mit dem Arm nicht. Es gibt keine Übung, die den Bizeps sowohl als auch den Trizeps trainiert gleichzeitig. Das kurz zur Erklärung. Was ist meine Beinübung? Nicht das, was ihr jetzt denkt. Es wären Ausfallschritte. Ausfallschritte, egal ob mit Langhantel, Kurzhantel, ganz egal. Ausfallschritte wären für mich die Übung, die ich machen würde, 10 Jahre lang. Und ich wette, ich hätte ziemlich stabile Haxen. Kleine Alternative möchte ich an dieser Stelle nennen.
wenn überhaupt irgendeine andere Art, Kniebeugen oder dergleichen, niemals Langhantel, ihr wisst, was ich von Kniebeugen halte, wenn nicht, schaut euch die Videos dazu an, wenn dann auch nicht unbedingt an der Maschine, aber ja, eher eine Hackenschmidt oder dergleichen, aber eine Pendel-Squat-Maschine würde ich benutzen. Das ist so in den letzten Jahren die Maschine, wo ich das beste Gefühl drin hatte und ja, das wäre meine Variation einer Grundübung für die Beine. Aber ansonsten Ausfallschritte. Ihr könnt mit kleinen Gewichten viel machen und selbst ohne Gewicht geht mal damit einen Kilometer. Zieht ordentlich rein. Kommen wir zu eurem Zweitlieblingsmuskel, dem Bizeps. Und da würde ich tatsächlich nicht etwa mit der SZ-Stange irgendetwas nehmen. Nein, ich würde mich ja auch für eine unilaterale Übung entscheiden, und zwar Kurzhanteln. Ich würde mit Kurzhanteln ganz normale Curls machen. Jetzt ist das ein wenig sehr picky, wenn ich sage, es muss in einem bestimmten Winkel des Handgelenks sein. Pronation, Supination, heißt Hammercurls, normale Curls, aber definitiv eine Kurzhantel, um die Arme einzeln zu trainieren. Und ja, dann ganz normal im Aufrechten stehen, nicht auf der Schrägbank, das wären andere Übungen, auch nicht vorne, sondern seitlich, beide gleichzeitig und dann kann man eigentlich machen, was man will. Ich habe schon angedeutet, beim Bizeps, beim Trizeps und auch bei den Schultern wird es recht eindeutig und simpel, während bei Beinen, Brust und Rücken wird es tatsächlich sehr interessant. Und da bin ich auch sehr gespannt, was eure Übungen wären, gerade bei den drei großen Muskelgruppen. Bei den drei kleinen, nun ja, wie gesagt, da ist es recht einfach. Was wird es zum Beispiel sein bei den Schultern? Für die Schultern ganz klar, und man kann es auf dem Kanal erkennen, Seitheben. Es geht nichts über Seitheben und normalerweise sollte selbst euer Schultertag aus Seitheben, Seitheben und Seitheben bestehen. Ja, es gibt verschiedene Variationen. Ihr könnt Seitheben am Kabel machen, ihr könnt Seitheben an den Maschinen machen, ihr könnt es mit Kurzhanteln machen, ihr könnt selbst da viel variieren, euch ein bisschen mehr vorbeugen, ihr könnt auf einer Bank sitzen, ihr könnt das Ganze straight machen oder mit großen Abfälschungen, aber Seitheben mit Kurzhanteln, das wäre meine Übung. Das sollte sowieso schon nur so die Übung sein. Sicherlich kein Schulterdrücken oder dergleichen. Das wäre recht einseitig. Und dann habt ihr eigentlich die Schulter drin und den besten Teil der Schulter, den mittleren Delta. Ziemlich eindeutig hier. Und wem das Video bisher gefallen hat, lasst mir direkt schon mal einen Like da. Falls ihr es nicht sowieso schon getan habt, bitte immer dran denken. Und natürlich abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr kein Video mehr und schaut euch gerne auch mal die anderen an. Und dann kommen wir zum letzten Muskel, zum Trizeps. Kleine Honorable Mention, natürlich gibt es hier auch noch die Waden, habe ich jetzt mal zu den Beinen gezählt, ist aber eigentlich ein völlig anderer Muskel. Oder so etwas wie Unterarme, die aber schon ganz gut beim Rücken mittrainiert werden. Ja, wir dürfen es nicht allzu genau nehmen. Und wo sind die Bauchmuskeln? Tja, ich glaube, dass die, selbst wenn wir nur diese ganzen Übungen machen würden, auch gut mitwachsen würden. Aber ja, für die Bauchmuskeln könnte man natürlich auch eine Zusatzübung nehmen. Lasse ich hier aber einfach raus. Und für den Trizeps? Seil. Bei mir ist das eine individuelle Entscheidung. Ich muss sagen, nicht, weil ich überzeugt bin, das hier ist die beste Übung. Das kann man wirklich durchaus bei einigen anderen Übungen, die ich heute aufgezählt habe, sagen. Aber das hier ist etwas mehr auf mich zugeschnitten. Mein Trizeps ist stark. Ich bin recht kräftig darin und er ist auch massig. Das hier ist der innere Kopf und der ist ganz gut ausgeprägt. Mein äußerer ärgert mich regelrecht, denn der ist nicht so gut ausgeprägt. Und deswegen mache ich im Prinzip fast alles immer nur mit einem Hammergriff. So auch am Seil. Eng am Körper und daran habe ich ein richtig gutes Gefühl, im Gegensatz zu allen anderen Übungen. Ja, man könnte auch viele andere nehmen und gerade bei French Press kriege ich guten Muskelkater, aber auch ordentlich Ellbogenschmerzen mittlerweile. Und deswegen wäre das meine Go-To-Übung. Jetzt bin ich sehr auf eure Übungen gespannt und wer jetzt nach den besten Übungen mal ein bisschen mehr auf die Trainingssysteme schauen möchte und welche da vielleicht das Beste sind, der schaut sich einfach mal dieses Video jetzt an. Direkt weiterklicken und gucken, was es damit so auf sich hat. Ansonsten guckt gerne mal bei Protein Arena vorbei, bestellt euch eure Supplements und spart auch noch 15%. Jetzt bin ich gespannt auf eure 5 Übungen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt kann ich endlich anfangen zu trainieren. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.